Yo, was geht ab, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zurück zu FIFA 17 mit dem FC Bayern München. Ja, heute geht's weiter in der Bundesliga. Der 23. Spieltag steht schon an. Wir sind zu Gast in Berlin. Gegen die Hertha geht's heute, und hier schauen wir ganz kurz auf die Tabelle, wie es denn aktuell so aussieht. Also, wir sind auf Platz 1, haben 4 Punkte Vorsprung vor Gladbach und Dortmund, 5 Punkte auf dem VfL Wolfsburg und 6 Punkte auf Leverkusen. Und ja, nur eine ganz kurze Story. Ich bin jetzt endlich wieder zurück. Also die letzten Videos, was ihr jetzt gesehen habt, seit meiner Pause mal wieder, die habe ich vor meiner Pause aufgenommen, habe es aber nicht mehr geschafft, die zu rendern und hochzuladen. Aber jetzt, das Video ist das erste, was ich nach meinem langen Amerika-Urlaub aufnehme. Ja, sorry, ich habe euch leider nichts gesagt, als ich nach Amerika fliege. Ich war jetzt 3 Wochen weg. Ja, war eine schöne Zeit, jetzt geht's aber hier weiter. So, wir spielen auf Legende natürlich, und wir schauen mal ganz kurz an, wie wir heute spielen. Also vorne Topträger Robert Lewandowski natürlich im Sturmzentrum, links Kingsley Coman, rechts Arjen Robben, James Rodriguez mit Vidal und Thiago im Mittelfeld, die Abwehr heute mit David Alaba, Joshua Kimmich, Jerome Boateng und Mats Hummels, und im Tor der Kapitän Manuel Neuer. Ja, soweit dazu. Wie gesagt, das ist das erste Mal, dass ich seit 1,5 Monaten wieder FIFA spiele, und auf die Frage, was mit FIFA 18 ist, gehe dann später nur drauf ein. Aber jetzt würde ich sagen, jetzt gehen wir erstmal rein ins Spiel. Und dann schauen wir mal, was hier und heute geht. Im Olympiastadion in Berlin, der FC Bayern München ist zu Gast bei Hertha BSC Berlin. Platz 1 zu Gast bei Platz 9. Und wir sind sehr gespannt, ob Hertha den Bayern heute vielleicht ein paar Punkte abnehmen kann. Das wäre natürlich für die Spannung in der Bundesliga ganz gut. Aber ob das passieren wird, das wissen wir nicht. So, hier die Situation in der Tabelle. Aber ich würde sagen, wir drücken direkt weiter. Schauen nochmal in die Augen vom Topträger Robert Lewandowski. Zielstrebig Richtung Tor. Das sind seine Blicke. Und jetzt würde ich sagen, jetzt geht's los. Der FC Bayern München stößt hier an im Berliner Olympiastadion. Damit läuft das Spiel zwischen dem FC Bayern München und Hertha BSC Berlin. Die Bayern wollen natürlich die 3 Punkte hier und heute mitnehmen. Das ist klar. Die wollen hier weiterhin auf Platz 1 bleiben, im Idealfall nur ein bisschen den Vorsprung ausbauen. Und hier erstmal der Fehlpass von Robben, er findet Arturo Vidal nicht. So, Hertha am Ball über Weiser, der war ja auch mal bei den Bayern, hat es nicht geschafft, sich dort durchzusetzen. Arturo Vidal gewinnt zwar den Zweikampf, verliert allerdings dann den Ball. Einwurf gibt's für die Hauptstädtler. So, da ist Valentin Stocker, zurück zu Lustenberg. Berlin versucht jetzt den ersten Angriff hier aufzubauen, gelingt aber richtig. Lewandowski legt zurück zu James Rodriguez mit der Hacke, allerdings der Hertha Abwehrspieler rechtzeitig zur Stelle, und weiter geht's mit Ballbesitz für die Bayern über Boateng. Da ist Joshua Kimmich, außen startet Robben, James Rodriguez geht mit. Start gemacht, holt sich jetzt erstmal ein bisschen Platz. Jetzt der Pass nach vorne von Thiago, der kommt nicht durch, aber der Pass auf die andere Seite. So, jetzt Arturo Vidal zu Robert Lewandowski. Lewandowski sucht Robben, bekommt aber zumindest seinen Eckball, weil Kalou dazwischen war. Ja, 8 Minuten gespielt. Die Bayern jetzt also mit dem ersten Eckball in diesem Spiel. Der kommt von Kingsley Coman, kommt hoch in die Mitte rein. Da ist James Rodriguez, da waren viele. Keiner kommt hin. Und der Ball landet dann bei Hertha BSC Berlin, und die kontern jetzt auf einmal. Die Chance für Hertha ist da, aber die Bayern machen nicht wirklich zu jetzt. Sie können zumindest den Angriff ein bisschen vertagen, weil Stocker ja nicht den Pass spielen kann zum Mitspieler, und deswegen ist die Konterchance vorbei und die Bayern erobern sich den Ball zurück. So, jetzt James Rodriguez sucht mit diesem langen Ball Arjen Robben. Schöner Ball. Jetzt hat er 2 gegen sich. Robben legt einmal rein. Da ist Arturo Vidal. Vidal sucht Lewandowski. Leider war er da nicht mehr. Ist schon ins Sturmzentrum gelaufen. Deswegen geht der Pass ins Nichts. So, jetzt Hertha mit dem Angriff. Aber die werden sofort gestoppt. Das ist bis jetzt eine große Torchance. Gab es bis jetzt für keins der beiden Teams. Die Bayern tun sich bis jetzt schwer mit dem Torabschluss, und hat dabei SC Berlin sowieso schwer mit dem ganzen Spielaufbau. So, jetzt Kingsley Coman im 16er. Coman, das sind aber sofort 2, 3 Spieler in seiner Nähe. Da ist Thiago, da ist Arturo Vidal. Außen ist Robben mit ein bisschen Platz. So, jetzt Arjen Robben. Robben probiert's nochmal. Beide Versuche abgefangen von der Hertha-Abwehr. Und weiter geht's mit dem Ball über Jerome Boateng. So, da ist Thiago. Da ist David Alaba. Alaba mit seinem Pass nach vorne zu Coman, den findet er allerdings nicht. Und jetzt versucht Hertha mal Druck zu machen über Esswein.
Aber wieder der Fehlpass. Also es ist bis jetzt kein Topspiel. Das kann man hier ganz klar erkennen. Beide Teams mit vielen Fehlpässen. Und die Bayern probieren es erneut. Über James Rodriguez. Da ist Thiago Alcantara. Sucht Lewandowski, gut gesehen. Da ist Vidal. Vidal zurück zu Lewandowski. Der Pass kommt nicht durch. War eine gute Idee von dem Doppelpass. Lewandowski war da durchgelaufen. Allerdings die Passstrecke zugestellt. Deswegen nur Einwurf jetzt für Hertha BSC Berlin. So, relativ schnell ausgeführt. Ja, 24 Minuten gespielt. Und Theo Dorczyk hat sich verletzt bei Hertha BSC Berlin. Mal schauen, ob er weitermachen kann. Also bis jetzt ist er noch auf dem Platz. Er muss nicht behandelt werden. Aber mal schauen, ob sich seine Verletzung verschlimmert. So, jetzt Hummels im Zweikampf. Macht Hummels gut. Kann zum Einwurf klären. So, Einwurf ausgeführt. Da ist Weiser. Sofort von Coman energisch bedrängt. Aber er bringt den Ball zu Esswein. Und deshalb hat der BSC Berlin mal ein paar Leute in der Nähe des 16ers, aber die Flanke nicht gut genug. Da hätte einer reinlaufen müssen. Leider stand keiner da. Deswegen sofort wieder der Ball in den Reihen der Bayern. So, Rodriguez. Thiago. Da ist Kingsley Coman, aber so würde ich laufen. Die Bayern heute nicht aggressiv nach vorne. Das dauert alles sehr behäbig, das Ganze. Jetzt vielleicht die Chance über James Rodriguez. Lewandowski und unten, da ist Thiago, frei, Thiago mit der Chance zum 1:0 und er haut ihn vorbei. Nach einer halben Stunde die erste ganz, ganz große Chance. Mein Gott, ist das ein Riesending gewesen. Thiago Alcantara, vorbei, vorbei. Ja, sowas musst du eigentlich reinmachen. Wenn man schon keine Chancen bekommt, so wie heute die Bayern, dann muss man so ein Ding reinmachen. Lewandowski holt den Ball vom Verteidiger. Vielleicht die nächste. Lewandowski! Oh, super Grätsche von der Abwehr von Hertha BSC Berlin. Und weiter geht's über Plattenhardt. Da ist Kalou. Ja, lange hat's gedauert, bis wir die erste Top-Tor-Chance sehen heute. Die gab's für die Bayern. Aber Thiago verfehlt das Tor knapp. Schade, das hätte 1:0 natürlich sein können. Das wäre natürlich gut gewesen für das Spiel. Vielleicht wäre da ein bisschen mehr Tempo aufgekommen, aber bis jetzt ist das noch kein so wirklich atemberaubendes Spiel. So, weiter geht's. Die Bayern vielleicht ist endlich mal aufgewacht. Wollen jetzt endlich mal ein Tor schießen. Da geht's weiter. Thiago zu Kimmich. Kimmich mit dem langen Ball zu Robben. Der bekommt ihn nicht, aber bekommt den Einwurf. So, wo ist die Mitspieler? Da ist Joshua Kimmich. James Rodriguez. Rodriguez nicht energisch angegriffen. Rodriguez mit dem Versuch aus der Distanz. Und da ist Robben verletzt am Boden. Was ist denn da los? Steht auf jeden Fall wieder auf. Ich habe es nicht gesehen, was da passiert ist. Weil der war ja gar nicht in diesen Angriff involviert. Deswegen habe ich es nicht verstanden, warum der jetzt einen abgekommen hat. So, jetzt Lewandowski zu James Rodriguez. Und der sieht Robben. Er ist nicht verletzt. Das ist gut. So, Robben. Aber sofort zugestellt alles. Da kommt er nicht in die Mitte rein. Aber jetzt James Rodriguez wieder. Rodriguez. James Rodriguez! Schöner Abschluss aus der Distanz. So, Kingsley Coman mit der Flanke in die Mitte. Da ist Lewandowski. Aber da ist auch der Verteidiger vor ihm am Ball. Und dann hast du wieder Hertha BSC Berlin mit der Konterchance. Aber oh, Joshua Kimmich, starker Zweikampf. Sofort umschalten jetzt. Da ist Vidal. Vidal sieht Lewandowski. Die Chance! Unglaubliche Parade. Richtig stark gehalten vom Berliner Torhüter. Ich weiß gar nicht, wer da heute im Tor steht. Das werde ich auf jeden Fall gleich nachberichten. Wahnsinn! Sage ich da nur. Wahnsinnschance. Die zweite für die Bayern. Und das war es mit der ersten Halbzeit. Also ein 0:0. Es ist kein Topspiel am heutigen Tage. Von dem, was wir hier und heute geboten bekommen. Ja, so geht's also jetzt in die Halbzeitpause. Thiago Alcantara und Robert Lewandowski hatten die besten und einzigen Torchancen am heutigen Tage für die Bayern. Beide hätten ein Tor machen können. Jetzt könnte schon 2:0 stehen. Allerdings Thiago knapp vorbei. Und Lewandowski scheitert am Torhüter der Berliner. Gut, soweit dazu. Fitness sieht ganz gut aus. Das heißt, wir überspringen die Halbzeitpause und gehen direkt rein in Halbzeit Nummer 2. Berlin wechselt. Darida kommt. Lustenberger geht raus. Natürlich hat der BSC Berlin. Will jetzt auch versuchen, Torchancen zu erarbeiten, denn die hatten im ersten Durchgang keine einzige. Und jetzt geht's weiter. Der Ball rollt wieder in der zweiten Halbzeit hier im Berliner Olympiastadion. Und jetzt geht's
in die zweiten 45 Minuten rein. Mal schauen, was es gibt. Hertha BSC Berlin hat sich offensiv in der ersten Halbzeit sehr zurückgehalten. Die Bayern taten sich aber auch unglaublich schwer, Torchancen zu arbeiten. Aber sie kommen direkt über Thiago Alcantara. Einmal rüber, James Rodriguez. Da ist David Alaba. David Alaba zu Kingsley Coman. Coman, da ist James Rodriguez. Rodriguez sucht den Abschluss. Wird ordentlich bedrängt bei seinem Schussversuch. Aber kein Foulspiel. Spiel läuft weiter. Mats Hummels gut gemacht. Blockt hier den Ball. David Alaba bekommt ihn. So, weiter geht's. Die Bayern bauen jetzt hier Druck auf. Da ist Arturo Vidal, James Rodriguez, Lewandowski, Thiago und außen hier Kingsley Coman. Rein in den 16er. So, Coman legt vor. Die Chance! Nicht das Tor, der Pfosten wackelt. Robert Lewandowski, zweite Riesentorchance für ihn heute. Und er scheitert am Aluminium. Stark herausgespielt. Und dann scheitert Robert Lewandowski am Aluminium. Weiter geht's mit den Berlinern über Kalou. Verfolgt von Robben. Er muss jetzt hin auch mithelfen. Robben kommt da im Zweikampf nicht wirklich hin. Flanke ist gut. Aber was sie in der Mitte draus machen, nichts. Und weiter geht's mit James Rodriguez. So, da ist David Alaba. Außen wieder Kingsley Coman, der versucht jetzt sofort wieder Speed aufzunehmen und das schafft er. Stark gemacht. Setzt sie gegen zwei los. So, was macht er jetzt? Kingsley Coman. Coman. Ja, da will er den Ball in die Mitte bringen, wird abgefangen. Und jetzt erstmal wieder Hertha im Angriff und dann die Grätsche. War ein Foulspiel, aber läuft auch Vorteil weiter, weil Hertha BSC Berlin am Ball bleibt. So, Stunde schon gespielt. Steht immer noch 0:0. Die Bayern hatten jetzt schon drei gute Torchancen. Vielleicht bekommt jetzt Berlin die erste. Nein. Glück im Unglück. Kimmich im letzten Moment noch am Ball. Das hätte böse ausgehen können, wenn da Joshua Kimmich einen Schritt zu spät gekommen wäre. Denn dann wäre viel Platz gewesen. Schöne Grätsche hier gegen James Rodriguez. Aber die Bayern bleiben am Ball und wollen jetzt Druck machen. Die wollen jetzt hier das 1:0 erzielen. Drei gute Torchancen hatten sie schon. Keiner ging rein. Und hier Lewandowski bekommt den Ball mit, nämlich James bekommt den Ball mit Glück und jetzt Lewandowski in der Mitte wird abgedrängt. Uiuiui, Berlin wackelt. Aber bis jetzt geht das noch gut. Die Frage ist, wie lang? So, jetzt stark hier von Vidal und das soll ein Foulspiel gewesen sein. Ja, gut. Da war Vidal schon ein bisschen energisch im Zweikampf. So, Kalou muss runter, Haraguchi kommt na, auf den Platz bei Hertha BSC Berlin. Und wir werden auch wechseln. Also, wir bringen Ribéry. Dafür geht Robben runter. Coman zieht mal rüber. Ribéry dann auf seiner Lieblingsseite der Linken. Tolisso für James, der stark gespielt hat, bei dem die Kräfte nachlassen. Und wir bringen Renato Sanchez auch noch ins Spiel für Thiago Alcantara. Also, dreimal wechseln bei den Bayern. Mal schauen, was das jetzt hier noch wird. Bis jetzt hat der BSC Berlin immer noch ohne Torabschluss. Die Bayern hatten schon drei richtig gute, allerdings keiner ging ins Tor rein. So, 22 Minuten noch zu spielen. Die Frage ist, schaffen die Berliner diesen einen Punkt über die Zeit zu retten? Oder bekommt noch irgendeiner die Chance auf den Siegtreffer? So, Neuer hatte jetzt übrigens, glaube ich, zum ersten Mal in diesem Spiel den Ball. Das in der 69. Minute. Ja. Spricht Bände. So, jetzt Kimmich. Das war Kimmich. Zurück nochmal zu Lewandowski. Der lässt sie weit zurückfahren. Verliert dann den Ball. Ungünstige Situation. Berlin kontert. Aber das schaffen sie auch nicht so problemlos. Sie bekommen den Ball einfach nicht nach vorne gespielt. Oh, aber jetzt haben sie Platz. Kimmich weit mit aufgerückt. Haraguchi neu im Spiel. Die Flanke ist nicht gut. Und Ribéry ist dazwischen. Den ersten Eckball im Spiel gibt es jetzt für Hertha BSC Berlin. Hier sehen wir nochmal Robert Lewandowski. Ja. Nicht sein Spiel bis jetzt heute. Zwei gute Torchancen, einmal am Torhüter gescheitert, einmal im Aluminium. Und jetzt Eckball in die Mitte, kommt gut. Viel Kuddelmuddel in der Mitte. Arturo Vidal fällt und die erste richtige Torchance für Hertha BSC Berlin. Hui, das wäre es gewesen. Vidal
Feld, verliert den Ball und dann ist die Torchance für Hertha BSC Berlin da, hier aus dem Nichts das Tor zu machen. So, weiter geht's. Arturo Vidal. Da ist Kingsley Coman, der kam ja, der musste ja die Seite tauschen mit Ribéry dann, der frisch ins Spiel kam, so als Robert Lewandowski. Lewandowski, schöner Ball zu Arturo Vidal! Oh, der bleibt verletzt liegen. Vidal bleibt angeschlagen liegen. Ich kann nicht mehr wechseln. Im schlimmsten Fall müssen wir jetzt zu 10 weiterspielen, wenn die Verletzung sehr schlimm ist. Hoffen wir mal das Beste. So, aber jetzt Achtung. Hertha BSC Berlin fängt an, in den letzten Minuten hier den Bayern Parole zu bieten. Aber gut gemacht von Boateng. Und da ist Kimmich. Und ab geht's nach vorne zu Kingsley Coman. Da ist Tolisso. Auch frisch im Spiel. Jetzt laufen die Bayern wieder los. Da ist Arturo Vidal. Der Pass geht zu Ribéry. So, Ribéry ist frisch. Franck Ribéry, Ribéry, Ribéry! Abgefälscht von Arturo Vidal, dieser Schuss. 10 Minuten noch zu spielen. Die Bayern geben alles. Aber die Kräfte fehlen jetzt natürlich auch. Klar, die letzten Wochen waren anstrengend. Champions League, DFB-Pokal, alles mit dabei gewesen. Und jetzt Berlin in der letzten Chance vielleicht jetzt. Was macht er draus? Hält den Ball, Neuer muss rein. Und dann ist der Ball im Aus. Nochmal Abstoß für die Bayern. Da hat er zu lange gezögert mit dem Abschluss. So, letzter Wechsel. Martins kommt bei Hertha BSC Berlin ins Spiel. 5 Minuten noch. Vidal ist wirklich angeschlagen, aber der zieht das durch. Der kämpft. Für sich und für das Team. So, Sanchez. Da ist er schon. Arturo Vidal. So, Joshua Kimmich. Sofort sind da 2, 3 Leute in seiner Nähe. Da kann er nicht viel draus machen. So, jetzt komm mal. Tolisso, der hat mehr Platz, aber auch bei ihm sind sofort wieder. Jetzt Tolisso aus der Distanz. Die Bayern verzweifeln so ein wenig. Corentin Tolisso, auch eine gute Position eigentlich, um hier einen gefährlichen Torabschluss zustande zu bringen. Allerdings geht er deutlich übers Tor drüber. So, Kraft. Nochmal mit dem Abschlag nach vorne. Und Berlin holt sie nochmal die Kugel. Das kostet den Bayern jetzt natürlich alles wichtige Zeit. Also so wie es aussieht, könnte das hier wirklich 0:0 ausgehen. So, nochmal hat der BSC Berlin. Kimmich, gut von Kimmich. Jetzt komm, Schluss. Jetzt wird es hier vielleicht die letzte Chance geben. Nochmal die Bayern, nochmal anrennen. Kingsley, komm mal. Komm mal, such die Mitspieler. Was ist das für ein schwacher Pass? Mein Gott, und das war die letzte Chance. Schade, schade. Tja, das Spiel ist aus. Ein enttäuschendes 0:0. Wobei Hertha BSC Berlin mit diesem Punkt zufriedener sein kann als die Bayern. Ja, man merkt, dass sie 1,5 Monate kein FIFA gespielt haben. Ich glaube, das merkt man. Also, 0:0 im Berliner Olympiastadion zwischen dem FC Bayern München und Hertha BSC Berlin. Ein Punkt. Die Bayern bleiben zwar weiterhin Tabellenführer, werden aber wahrscheinlich Punkte gegenüber Dortmund, Gladbach und Wolfsburg, den Verfolger, verlieren. Aber das werden wir jetzt dann gleich sehen. Schade. Es war eigentlich ein Tor drin für uns. Aber wir hatten echt wenig Torchancen. Hier, Thiago Alcantara, sowas ist ein... Der muss rein. Da kann man sagen, was er will. Sowas muss rein. Das war eine riesen Chance. Sehen wir jetzt hier vielleicht... Der war auch gut von James Rodriguez, aber leider ging der nicht rein. Dann hier nochmal die Chance von Lewandowski. Gut gespielt und eigentlich, aber eigentlich. Tja, so ist es im Fußball. Oh, wir hatten so wenig Chancen, hatten wir jetzt eigentlich gar nicht. 11 Schüsse, wow. Ja, Berlin hat es gut gemacht. So, Joshua Kimmich, bestes Spiel heute bei den Bayern. Und Man of the Match heute. Gut. Dann schauen wir mal ganz kurz noch auf die Tabelle, bevor wir weitermachen. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Also, was sagt die Tabelle? Wolfsburg hat gewonnen, konnte den Vorsprung ein bisschen reduzieren. Wir müssen mal ganz kurz vorsimulieren, einen Tag. Und die anderen haben auch gewonnen, bis auf Gladbach. Also, Dortmund ist rangekommen. Aus 4 Punkten sind 2 Punkte geworden. Wolfsburg ist rangekommen. Aus 5 Punkten... sind nur noch 3 Punkte übrig und Gladbach, das sind immer noch 5. Ne, da. Gladbach hat verloren, das heißt, da haben wir einen Punkt gut gemacht. Aber Dortmund und Wolfsburg sind rangekommen, also es wird spannend. Jo, morgen geht's weiter gegen. Moment. Ich schau mal ganz so auf den Kalender. Gegen Mainz. Oh nein, nicht die Mainzer. Gegen die mag ich eigentlich gar nicht spielen.
Das ist wie ein schwieriges Spiel für uns. Naja, mal schauen, was morgen rauskommt. Also, ich sage herzlichen Dank dafür fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen wieder gegen den ersten FSV Mainz 05. Macht's gut, bleibt am Ball. Bis morgen. Ciao.